Schwierig zu sagen, will ich. Ich bin ja, aber ich mag hier den Game Watch auf jeden Fall. Game Watch ist ein crazy Pick. Habe ich nicht erwartet, aber finde ich cool. Oh Gott. Sieht auf jeden Fall brutal los. Es wird hier eine Menge, ich will nicht sagen, das Spamming ist halt gent, aber es fliegt halt einfach viel durch die Gegend. Weißt du, was ich meine? Die Cans sind auf jeden Fall immer am Start. Das, oh, aber der Game Watch ist halt echt super smart, weil mit seinem Eimer kann er den zurückgeben. Ich glaube, deswegen auch der Pick. Ja, das kann gut sein, dass das so ein bisschen kalkuliert ist. Aber das Ding ist, das sind halt Duck Hunt Duo Mains, beide. Ja. Und der, also wenn ich mir jetzt nicht täusche, der eine davon ist auch der Beste hier in Deutschland. Von daher, die wissen wahrscheinlich schon, wie sie darum spielen können. Aber das Ganze wird sich jetzt noch zeigen. Das ist jetzt relativ ausgeglichen. Die Duck Hunts passieren sogar ein bisschen. Aber es ist schön, wenn so die Cans in die falsche Richtung einfach gehen, dass der andere das schön ausgleicht. Absolut, ja. Die beiden sind doch irgendwie voll aufeinander eingespielt. Merkt man total. Was man hier allerdings auch nicht vergessen dürfte, ist, dass, wenn ich mich nicht täusche, die sowohl Wolf als auch Game & Watch, wenn die erstmal noch disadvantaged sind, so von denen weggespammt werden. Also wirklich, da fliegt eine Kerl nach dem anderen. Allerdings, die ersten beiden Stocks, der Duck Hunt schon weg. Von daher, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Aber es ist im Endeffekt noch alles möglich. Der Game Watch ist wieder gespannt an den Juggern. Wolf ein bisschen passen. Oh, er nutzt wahrscheinlich raus. Ja. Oh, oh, schön. Schön, auf jeden Fall. Der hat so viel Pressure, er nutzt halt seine Mobility durch die AP richtig gut, um einfach quasi bis nach ganz oben am Start zu sein. Oh, der Parry war wichtig. Hätte ein Shieldbreak sein können, ich bin mir nicht sicher, aber hätte einer sein können. Okay. So ein bisschen müssen sie sich ihren Platz aber auch erkämpfen. Also man merkt das eindeutig, wie eingeschränkt sie sich bewegen. Also es liegt ja wahrscheinlich daran, weil sie nicht direkt die nächste Camp wissen will. Okay. Dann kommt die klar. Einer der Duck Hunts schon auf dem letzten Stop. Das ist auch alles möglich. Oh wow. Oh, sie versuchen sich gegenseitig zu protecten. Ja, ich finde das auch cool, wie sie die Cowboys immer nutzen. Ja. Ich glaube, es ist Strategie. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Es ist so viel auf einmal, aber es ist halt echt. Vor allem in diesem Matchup finde ich richtig cool zu sehen, wie so die unterschiedlichen Team-Compositions, wenn man so nennen will, was sie einfach für einen Einfluss darauf haben, wie die anderen spielen müssen. In dem Fall einfach die Aggressivität von Wolf und Game & Watch. Also in dem Falle von SDN und LDT. Einfach ein Bild. Ja. Overwhelming in dem Fall. Und ja, Viavania ist auch schon raus. Weißel auf dem letzten Stock. Wäre ich jetzt nicht zu optimistisch. Oh, man weiß ja. Gott, sie kam einfach nur den Roll und Game & Watch pressured ihn an der Ledge. Okay, ob der Junge überhaupt nochmal landen wird, ich bin mir nicht sicher. Oh, da ist er. Oh, und? Nee, da hast du nicht viel. Also der eine Reflektor, kann immer schielen und der andere schießt einfach die ganze Zeit rein. Das ist einfach. Hat man dieses Match kaum gesehen, aber ist mir auch gerade wieder klar geworden, mit dem Reflektor hat Wolf natürlich auch mehr gefühlt, um gegen den ganzen Spam anzukommen. Ja. Ich glaube so von den Charakteren her gar kein so gutes Matchup für die Duck Hunts. Aber wow, nicht schlecht. Alter, Weißel, er kämpft sich da voll raus. Also auf jeden Fall nicht aufgegeben. Ich versuche noch das Beste rauszuhauen, aber da war es leider raus. Schade. Weil es war abzusehen, aber das war ein echt guter Versuch, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall, da geht der erste Punkt an SDN und LDT. Schön. Da sind wir wieder. Ich frage mich, was jetzt passieren wird. Glaubst du, die werden von ihren Duck Hunts jemals runterswitchen? Ich kann es mir niemals nicht vorstellen. Niemals. Das sind eingefleischte One-Trick-Ponys, denke ich. So wird es wohl sein. Aber mit den Picks irgendwie schwer. Ich bin mal gespannt, wie sie ihre Strategie switchen werden. Vielleicht werden sie da mehr mit irgendwie passiven Cowboys oder einfach nur die Cans um sich rum platzieren. Ich weiß gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin kein Duck Hunt-Main. Klingt für mich einfach irgendwie ein bisschen hart, weil gegen die Aggressivität kommen sie nicht klar, aber dann auf der anderen Seite können sie durch ihre ganzen Reflektor bzw. den Bucket dann halt auch nicht einfach nur wegspammen. Ja. Das ist schon schlau angehen. Ja. Also wenn ich jetzt so ein Duck Hunt wäre, ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe auch wirklich gar keine Ahnung. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich Duck Hunt in irgendeiner Position wäre, wüsste ich nicht, was ich machen soll. Ja. Von daher, Okay, das ist auf jeden Fall geil, dass der schon mal sein Bucket Wi-Fi. Das ist so eine richtige Wi-Fi-Kombi, wenn er so AP out of shield und dann ist er mit dem Key hinter. Aber, I like it. Das ist der Online-Game-Watch-Class. Aber, yo, was geht ab? Holy. Die Duck Hunts actually ein echt solider Start.
Ich glaube, was meine Theorie ist, warum das jetzt gerade so funktioniert hat und jetzt alles wieder so ein bisschen auseinanderfällt, ist ganz zu Beginn, weil der eine Duckhand auf der linken Hälfte, der andere auf der rechten Hälfte, die beiden sind quasi in der Mitte. Er ist wie so ein Crossfire, hast du was ich meine? Mhm. So, jetzt teilt sich das wieder ein bisschen mehr auf und wird schon wieder etwas unübersichtlicher. Ich glaube, so diese Ordnung, dieses System, das ist einfach wichtig für den Charakter. Was mir auch gleichzeitig auffällt, jetzt vielleicht schlechtes Beispiel, aber Essiens Air-Movement auch immer so richtig schön on point, weicht allem richtig, richtig schön aus. Es ist auf jeden Fall schwierig, da eine Can oder eine Frisbee zu landen. Ja, safe. Auf jeden Fall. Und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich finde das krank wie der Game & Watch. Ich spiele auch selber gerne Game & Watch, aber er bewegt sich so schnell und er ist so aggressiv und das, wo Game & Watch ja nicht mal in irgendeiner Weise ein klassischer Rushdown-Charakter wäre oder so, ja, es ist ziemlich beeindruckend. Jetzt gerade, er ist ein bisschen passiver unterwegs, wenn ich das so richtig beobachte. Und Weißel macht ordentlich Druck auf den Höhe. Das ist eine ziemlich gute Position, ja, aber Game & Watch, den kriegst du da nicht gegamed. Und Was war das denn? Das war ja krank. Richtig, richtig schön. Da sieht man einfach, wie gut eingespielt die sind. Er wusste direkt, dass er Hilfe braucht und er kam, hat ihn einfach geabwehrt an die Ledge. Ja. Hätte er sonst nicht geschafft. Das war wild. Mein Gott, ich guck mir auch nie Doubles an, aber das musst du sehen, das ist schon echt cool. Ich sage, das ist wirklich cool. Okay. Ah, sehr oh, schön. Oh, wow, mit der Neutral Air. Okay. Oh, hätte ich nicht gedacht. Was ich ja gern nochmal sehen würde, das hatten wir haben auch gerade eben gegen die gespielt, natürlich wollen wir Destroy. was die vor allem dann gemacht haben, ist, die hauen halt die Cans gerne einfach mal so ein bisschen blickmäßig, so über dich, quasi um einen Jump zu lieben oder so. Und wenn ihr dann rüber geht, der andere saved ihr einfach. Deswegen vielleicht auch diese Crossfire-Setup, was ich vorhin schon mal erwähnt hätte, vielleicht da dann nochmal extra gut hin. Hm. Oh. Der Game Watch wurde echt krank weggefischert. Ja. Das war wild. die ist einfach schlecht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die ein paar Mal spielt, dann schon gut ist. Oh, 100%. Die Vietnam-Flashbacks sind auf jeden Fall richtig, richtig schlimm. Ja. Okay, cool. Oh. Ja, okay. Schade. Den hat er gesnackt. Aber es ist doch alles offen. Also ich meine, Weiße ein paar mehr Prozent am Start und sonst sind alle auf einem Stock. Via Vania ist noch halt noch untouched. Ui, lebendig. Ja, aber wichtiger ist ja was. Wie setzen sie es jetzt ab? Was ist die Position, in die sie reinkommen? Könnten das eventuell sogar gewinnen? So finde ich auch ziemlich schön. Also so im Game Watch. Das ist wirklich krass. der Game Watch, er sneakt sich wirklich immer so rein mit so schnellen Moves. Das finde ich einfach nur beeindruckend. Wolf aber auch. Wolf, er hat so ein richtig, wenn ich das jetzt richtig einschätze, so ein richtig, durchdachten Playstyle. Also wo er immer sein Space genau kennt, genau nutzt. Und es ist wirklich schwer für die Duckhands da irgendwie reinzukommen. Jetzt Beißel. Das klingt so wie zuletzt war er mit schade. Schade Schokolade. Aber das war auf jeden Fall, da war auf jeden Fall ein Angle. Ja, das war ein echt nicer Try. Ich fand, in Game 1 hatten wir Beißel ja noch gesehen, ganz zum Schluss, wo er wirklich sich trotzdem